Liebe Zuschauer, wir sind immer noch auf der Grünen Woche, weil wir einfach noch nicht durch sind. Es gibt so viel zu sehen, so viel zu erleben und wir haben heute Morgen schon Axel Schulz erlebt, der seine Currywurst präsentiert hat und die haben wir probiert und daraufhin haben wir auch ein bisschen durchbekommen und haben gesagt, wo gehen wir hin und trinken ein schönes Gläschen. Ja, und was ist uns eingefallen? Österreich. Und zwar den Elfenhof und bei mir sitzt ein langjähriger Bekannter, Markus Göse. Markus, wie lange kennen wir uns jetzt? 9 Jahre, 10 Jahre? 9 Jahre. Und Markus ist Spezialist für Weine und kann uns alles über Weine erzählen. Und er hat uns auch schon den ersten so richtig kredenzt, einen grünen Veltliner. Markus, aber bevor wir jetzt zum Wein direkt kommen, erstmal Elfenhof. Wo findet man euch? Wo seid ihr? Und wie lange gibt es euch eigentlich schon? Den Elfenhof, der kommt aus Rust vom Neusiedlersee, Österreich. Den Elfenhof gibt es schon seit 1642. Wir auf der Grünen Woche sind jetzt seit 43 Jahren auf der Grünen Woche. Ich denke mal ganz erfolgreich, sonst wären wir nicht so lange hier und die Kunden würden nicht immer wiederkommen. Weil, wie sagt man immer, wenn es schmeckt, kommt man wieder. Und so findet man uns eben hier die ganze Zeit in Halle 4.2. Und das noch bis Sonntag und ich hoffe noch erfolgreich, dass die Leute hier noch alle ein bisschen was probieren können. Ja, wir haben das gestern ja schon so ein bisschen beobachtet. Wir waren gestern schon mal bei dir. Die Leute kommen, ihr herzt die und umarmt euch und ihr kennt euch alle, wie auch immer. Das heißt, es sind alles fast Wiederholungstäter, oder? Der größte Teil hofft man natürlich, dass die Leute wiederkommen. Natürlich, viele kommen wieder, weil es denen halt schmeckt. Und wenn man die Leute schon ein paar Jahre kennt, warum soll man die denn nicht umarmen? Man hat sich ja seit Jahren gut kennengelernt. Man erlebt das im Laufe des Jahres, wenn die Leute dann trotzdem wieder kommen auf unseren Weinfesten, kommen sie auch wieder. Also man sieht sie nicht nur einmal im Jahr, sodass man dann einfach sagt, gut, okay, warum soll man sich nicht umarmen? Es ist ja nichts Schlimmes, sich zu umarmen, wenn die Leute sich gegenseitig freuen, genau, das zu sehen. So, jetzt sage ich mir, lieber Marco, ich habe ein Fahrrad, ein E-Bike. Wie komme ich denn zu euch? Mit dem E-Bike wird sehr, sehr lange, sehr oft aufladen, würde ich mal sagen. Aber ja, man könnte mit dem Zug, mit dem Flieger, mit dem Auto. Also man braucht schon ein bisschen, um da runterzukommen. Also sehr lange nicht, aber mit dem Auto sage ich mal 10 Stunden von hier. Mit dem Zug ist es vielleicht 1-2 Stunden weniger. Mit dem E-Bike braucht man vielleicht 3 Tage. Aber es ist immer so, solange man unten was zu trinken findet, lohnt es sich einfach runterzufahren und einfach mal das Örtchen anzugucken. Die Anstrengung lohnt sich, wenn du immer vor dir die Weinflasche siehst, den guten Wein siehst und sagst, irgendwann komme ich an. Natürlich, das ist so, wenn man da unten angekommen ist, kann man gerne bei uns parken. Wir haben eine Raststation für Fahrräder, da kann man dann gerne was trinken. Kann man sich auch eine Weinprobe machen. Genug Möglichkeiten zum Nächtchen unten, ob das im Hotel ist, ob das Pension ist, ob das mit einem Wohnmobil ist. Direkt am See unten, man kann überall denn mit dem Bike komplett den See umrunden, der bei uns ist, den Neusiedlersee, der dieses Jahr sehr lange zugefroren war, wo viele auch Eis gelaufen sind. Das ist einfach so, wo man immer, seinen Spaß wird man schon finden. Genau. Wann geht es denn jetzt genau los mit der Weinlese? Im August, im September, dass ich sage, ich plane mal meinen Urlaub und komme mal zu euch, damit ich dabei sein kann. Die Weinlese beginnt meist Ende August, Anfang September. Also man kommt aber an, wie das Wetter ist. Es besteht schon mal eine Vorlese, wo man dann sagen kann, gut, okay, da guckt man nach dem Zuckergehalt. Und dann beginnt eigentlich die Lese so Ende August, Anfang September. Geht noch bis zum Oktober rein, je nachdem, wie was reif genug ist. Sag, man kann auch da unten dabei sein, man kann zugucken. Man kann auch direkt da unten gleich probieren. Und dann sieht man eben, wie das schmeckt, wenn man es direkt abfüllt, wie es denn schmeckt. Ist immer so, vorher am besten nochmal anrufen, mal fragen, ob es Möglichkeiten gibt, dass man zugucken kann. Das besteht immer die Möglichkeit. Unverhofft ist immer so, dass man vielleicht, wenn man denkt, gerade keine Zeit hat, ist das schlecht. Also wäre das schon dann schön, wenn man mal vorher sich meldet, dass man dann sagt. Ich kann also mit dir, wenn wir uns beide unten sehen, kann ich mit dir in den Weinberg gehen? Ja, kann man. Jederzeit. Und schnippeln und ich kann dann sagen, so, das habe ich jetzt gemacht. Und die 2 Flaschen, extra Etikett, Löhr 19.512. Spielt keine Rolle. Das Etikett kann man auch so bei uns jederzeit machen, wie man gerne möchte. Also man kann sich bei uns auch sein Etikett mit der Schrift selber drauf machen. Ja, wir haben das nämlich vor mit unseren Hörern vielleicht nächstes Jahr im September dann oder August, September dann einfach mal zu euch zu kommen und einfach mal zu sagen, ja, super, das machen wir mal und dann auch zu übernachten. Du hast ja schon die Übernachtungsmöglichkeit, ich habe mir die auch schon angesehen. Es gibt ja wirklich reichlich
Und wenn man dann den Urlaub mit dem Nützlichen und dem Gemütlichen verbinden kann, ist doch für sich alles gut, oder? Aber, ja, das kann man immer so. Möglichkeiten sind genug da. Natürlich ist es immer schön, vorher zu reservieren. Die Outdoor-Saison beginnt meist unten im April und hört meist im Ende Oktober auf. Das ist natürlich so, dass dann draußen die Vinotheken, die man da unten alle findet, und die Weingüter, es gibt ja nicht nur ein Weingut, wie es gleich am Anfang, wenn man reinkommt. Und dann gibt es noch den Marktplatz, wo wir noch mit einem riesengroßen Wagen stehen, wo man noch direkt draußen sitzen kann und schön sich einen Wein trinken kann. Das ist so, aber das macht man im Winter nicht, weil es im Winter immer sehr kalt ist. Marco, wir haben eben gesprochen, wie komme ich hin? Was kann ich alles in Rust erleben am Neusiedlersee? Was kann ich bei euch auf der Weinplantage alles erleben? Und jetzt sprechen wir mal über die edlen Sachen, wenn ich da hinkomme, was es denn alles zu trinken gibt. Und ich habe dich gefragt, welches ist denn so dein Favorite für 2024 oder viele, was gibt es alles? Und dann hast du gleich leuchtende Augen gekriegt und hast mir gesagt, ich muss mit dir anfangen, dieser Weißburgunder ist der Traum. Der Weißburgunder ist für mich dieses Jahr, wo ich sage, top. Ich bin eigentlich so ein Typ, der mehr auf das bisschen das Liebliche trinkt, aber dieses Jahr... Unser Winzer hat mich so ein bisschen gebracht, auch das Trockene schmeckt sehr gut und ist für mich dies Jahr der Weißburgunder, wo ich sage, erste Mal ein Weißwein mit 13,5%, wo ich dann sage, ja, und sehr viel Frucht hinten dran. Natürlich die 13,5%, die merkt man, aber die sind eben so, wo ich sage, können wieder viele lachen oder so, wo ich dann sage, der Abgang hinten, der ist dann richtig, wo man sagt, ja, er hat noch ein bisschen was dahinter. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weitergehe und sage, März, April, kommt da wieder Spargel, würde ja. Der dazu passen? Ja, natürlich passt der Weißburgunder zum Spargel. Es gibt natürlich, wo viele mal sagen, ich trinke gerne einen Chardonnay, können sie auch gerne machen, oder einen gelben Muscatella zum Spargel, geht auch, können sie auch bei uns erwärmen und probieren und trinken. Aber ich sage trotzdem immer mal wieder, der Weißburgunder ist für mich die Nummer eins. Ist aber im Endeffekt immer so, es ist Geschmackssache. Jeder hat einen anderen Geschmack, hätten wir alle denselben Geschmack, würden wir einen weißen, einen roten, einen Rosé hinstellen. Aber bei so vielen Weinen, wie wir haben oder wie viele Weine es gibt, soll jeder seinen Geschmack finden, damit jeder den Spaß auch hat, dass er dann genussvoll trinken kann, egal was er essen. Genau, du hast ja noch drei weitere Flaschen mitgebracht, bestimmt auch noch ein geiles Geheimnis. Was ist in der Nummer zwei drin? Der Heurier, sage ich, ist dieses Jahr was Besonderes, weil wir ein bisschen den Traminer mit bei haben, den Gewürztraminer. Und er hat so ein bisschen mehr Frucht, ist schön halbtrocken, nicht süß, nicht lieblich, nicht trocken, sondern so das Ding dazwischen, wo man auch zwischendurch mal. Auch frühmorgens 9:30 geht der schon. Natürlich geht der auch abends 9:30, aber man kann auch frühmorgens zum Frühstück, kleinen Frühschoppen, auch schon den Heurier trinken, ohne dass es wehtut. Alles in den Maßen genommen. Was würdest du dazu essen? Zum Heurier essen ist immer... Ja, der ist so halbtrocken. Essen ist schwer, sagen wir so. Zum Essen trinkt man eigentlich gerne was Trockenes, damit der Wein nicht das Essen kaputt macht. Und ich sage ja, vielleicht was Leichtes. Ein Salat könnte man immer jederzeit zum Heurier, ohne Frage. Aber beim Fleisch oder so, da würde ich dann lieber zum Roten rübergehen. Schönes rotes Fleisch. Ich frage nur deswegen, weil du gesagt hast, geht zum Frühstück. Deswegen, damit ich weiß, was ich einkaufen muss. Ja, man kann ja auch ohne Essen frühstücken. Das heißt, was man trinkt, kann man auch, was man essen möchte, kann man auch trinken. Also das ist so, und wie sagen wir, früher haben sehr viele gesagt, also 7 Weine ist auch ein Steak. Aber es ist immer so, wie soll ich sagen, zum Heurien kann man schön zwischendurch trinken. Und wenn man dann doch mal sagt, man möchte was essen, geht man leider mal ein bisschen zum Roten hin, wo wir dann sagen, wir haben dieses Jahr eine schöne Goldmedaille mit unserem Cabernet Merlot gemacht. Eine schöne Frucht. Auch unser 14% hier zum ersten Mal, finde ich sehr lecker. Frucht hinten dran, kratzt nicht, wie viele sagen immer, es staubt, aber es ist halt nicht so. Der staubt halt nicht, sondern er ist schön trocken und hat trotzdem seine 14%. Und man sagt, ich sage mal zu den Leuten, probieren Sie, nur dann können Sie entscheiden, ob es Ihnen schmeckt oder nicht. Genau, dazu passt dann ein gutes Steak oder ein Hirsch oder Rind oder Wild. Schönes 500 Gramm Steak passt dazu, unter dem ist Carpaccio, aber nein, es geht auch weniger. Aber oder schönes Hirschragout geht auch dazu, wunderbar. Man kann auch schön Wildgulasch essen, das ist immer... Wann muss ich vorbeikommen, wann kochst du jetzt? Nein, ich koche heute nicht, nein. Wenn ich zu Hause mir mein Steak mache, gönne ich mir auch gerne schön dazu ein Gläschen Wein.
ist einfach. So, jetzt waren wir beim Frühstück, beim Mittagessen und nach dem Mittagessen kommt ja meistens noch der Dessert. Genau. Und ich schätze mal, diese kleine Flasche ist dann sowas Schnuckeliges, oder? Ist so, das ist unser Eiswein, auch eine Goldmedaille geholt mit. Ist eben halt so ein bisschen etwas Süßes, was Liebliches, wo man hinter schön als Dessert machen kann. Oder manche mögen es auch als Aperitif. Das ist vorm Essen. Schöne Gruppe ist schön als Appetitanreger. Kann man schön gerne mal einen Eiswein trinken. Oder ich sage auch immer nach dem Essen, schön, ich trinke es ganz gerne mit dem Espresso dazu. So das Bittere gegen mit dem Süßen zusammen. Ist eine schöne Kombination nach dem Essen. Wenn man schön gesättigt ist. Und danach kann man gerne auch ein Mittagsschläfchen machen oder so, was man dann sagt. Aber das ist so meine Meinung, mein Gefühl oder mein, was ich gerne mache. Aber es ist eben halt so, jeder ist eben halt anders. Es gibt welche, die mögen den, manche mögen ihn mehr, manche trinken ihn nur und manche bleiben eben halt nur beim Roten oder beim Weißen. Das ist genau. Aber wir haben jetzt zwei Weiße, wir haben einen Roten, wir haben einen Eiswein, den ich früher auch sehr getrunken habe, weil ich habe keine herben Weine überhaupt über meine Kehle gekriegt. Ja. Jetzt hat sich das komplett geändert. Aber ihr habt ja noch mehr im Sublend. Ihr habt einen Rosé, ihr habt ja auch, glaube ich, ein Sekko für den Geburtstag und für den Empfang? Wir haben noch viele andere Sorten, ob das Frisante ist, ob das Rosé, ob das Weiß, ob das ein gelben Muscatella Frisante oder was viele immer nicht wissen, dass wir einen roten Frisante haben. Das ist einfach so immer, wo die Leute dann sagen, oh, wie ein roter, weil viele eben das halt nicht kennen. Aber das ist, sage ich immer, wenn einfach mal irgendwo vorbeikommen, es mal probieren, dass die Leute es mal kennenlernen. Viele sagen dann, ja, kenne ich nicht. Ich sage, aber den muss man probieren, wenn man es nicht kennt. Aber viele trauen sich immer nicht. Aber einfach kommen. Es tut nicht weh, das probieren. Kostet nichts. Kann man machen und dann kann man immer noch entscheiden, ob man es möchte oder nicht. Natürlich haben wir auch einen schönen Rosé, ob das ein trockener ist oder ob das ein lieblicher ist. Ich sage immer, probieren geht über studieren. Und niemals sollte man irgendwas urteilen, was man nicht kennt, solange man es nicht probiert hat. Wie viele Weinsorten, jetzt mal so kurz überschlagen, habt ihr in eurem ganzen Programm? Weil ich sehe ja hier tausende von Flaschen stehen. Da haben wir zwischen 40 und 50 mit. Wir haben auch Schnäpser noch dabei. Wir haben Marillenbrand, wir haben einen Traubenbrand, wir haben einen Rotweinlikör, wir haben einen Haselnusscremelikör, wir haben Sekte, wir haben Marillenschaumwein, wir haben Rotwein, Weißwein. Also wir haben schon ein bisschen was zwischen 40 und 50 Sorten durchweg mit allen drum und dran. Ob das auch ein Traubensaft ist, was wir alles im Angebot haben und was wir alles dabei haben, was man alles mit probieren kann. Also liebe Zuschauer, wenn Sie morgen oder übermorgen nichts mehr von mir hören, dann rufen Sie irgendwo mal in der Klinik an, dann ist der Löhr sturzbesoffen, weil er das alles ausprobiert hat. Nein, das war jetzt ein Spaß. Aber Marco, ihr seid ja in Berlin unterwegs. Wo findet man euch jetzt so, wenn die Saison geht ja erst langsam los, wo finde ich denn euch, wenn ich in Berlin unterwegs bin demnächst? In Berlin sind wir zur Grünen Woche, jedes Jahr, das 43. Jahr. Und sonst findet man uns auf vielen Weinfesten. Wir haben in Köpenick ein Weinfest, wir haben in Lichtenrade Weinfest, wir haben in Spandau Weinfeste. Wir sind zweimal im Jahr in Lichtenrade, einmal in Köpenick, wir sind in Spandau zweimal, wir sind in Belitz, sind wir zum Belitzer Spargelfest, sind wir dabei. Das ist immer so mehrere Sachen, wo wir dann sagen, gut, okay, je nachdem, was die Feste, wie sie fallen, dementsprechend finden sie uns die Leute. Und alle unsere Kunden kriegen unverbindlich einfach immer einen Brief von uns, wo es drin steht, wo sie uns immer finden. Und da steht nichts weiter drin, außer die Orte, wo sie uns finden und genau die Daten, damit die Leute immer wissen, wo sie unseren Wein herkriegen. Also, jetzt haben Sie es gehört, liebe Zuschauer. Sie finden den Elfenhof quer durch Berlin und drumherum. Und wenn Sie sagen, ich will noch auf die Grüne Woche, wenn Sie es dieses Jahr nicht mehr schaffen, garantiert, nächstes Jahr, informieren Sie sich einfach vorab, gehen Sie einfach mal vorbei, machen Sie das, was Marco jetzt gerade gesagt hat, probieren Sie einfach mal. Ich kann Ihnen sagen, wir kennen uns schon so lange und es ist jedes Mal ein Genuss, diesen Wein oder einen Wein zu probieren. Und natürlich, wenn man dann noch so einen Weinspezialisten neben sich hat, dann braucht man auch nicht lange suchen, wenn man vor dem Regal steht und sagt, was jetzt zu empfehlen. Und meistens sind seine Empfehlungen gut. Wenn die nicht gut sind, kriegen Sie 200 Euro. Die kassiere ich dann. Und nein, das war jetzt auch ein Spaß. Nein, aber fragen Sie einfach nach ihm. Er ist fast immer da. Ist ja noch jugendlich mit 29 Jahren. Also er geht auch nicht so schnell unter. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Und ich würde sagen, Elfenhof. Und dann gehen Sie einfach mal ins Internet. Und dann finden Sie das alles unter www.elfenhof.at. Marco, erstmal herzlichen Dank. Ich hebe jetzt mal einfach mal das Gläschen. Prost. Und dann für unsere Zuschauer, Prost. Und vielen Dank. Vielen Dank auch.